Ja, Mensch, willkommen zurück bei Let's Play Rome 2 mit den Britanniern. Nein, mit den Briten im 10. Part. Und ich muss schon mal sagen, geil, geil, geil. Wir haben jetzt innerhalb 2 Tage haben wir 10 Parts produziert, beziehungsweise ich habe 10 Parts produziert und ihr habt fleißig mit dabei mitgewirkt, weil ihr mich so schön unterstützt und dafür wollte ich einmal Danke sagen. Danke, dass ihr mir so fleißig Kommentare schreibt. Danke, dass ihr meine Arbeit feiert und danke, dass ihr auch mich ein wenig verteidigt habt im ersten Part gegen diesen einen Typen dort, auf den ich jetzt nicht weiter zurückgreifen möchte. Ihr wisst schon, wen ich meine, wenn ihr den ersten Part da die Kommentare mal durchgelesen habt. Mehr möchte ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Mit so einem Gewürm müssen wir uns nicht weiter befassen. Stattdessen müssen wir jetzt hier mal gucken, wie wir unsere Expansion jetzt hinbekommen, denn das könnte etwas haarig werden dort mit den Leuten in Eildon, mit den Kaledoniern, denn die haben extrem große Truppen. Und gut, wenn man die einzeln bis sie angreifen könnte, dann wäre das wahrscheinlich noch zu schaffen. Aber ja, das könnte etwas länger dauern. So, wir könnten britannische Skorpione. Ja, stimmt. Wollte ich nicht so einen sowieso haben gerne. Ja, komm, machen wir mal einen. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. So, haben wir eine Technologie? Huch, nein, nein. Oh Gott, ich verklick mich immer. Nun gut. Uns ist dort unten keiner wirklich treu. Oh, die haben produzieren Ho Bauholz. Harte Jungs sind da. Harte Jungs. Produziert Glas. Verbündet mit den Arebaten. Die hier. Sind verbündet mit den Aedui und im Krieg mit den Arebaten. Und die haben gar keine Verbündeten. Das heißt, oh, theoretisch könnten wir auch unsere Truppen sammeln und einfach hier nach unten ziehen, denn die Kaledonier stellen noch keine Gefahr dar. Allerdings, ich weiß es nicht. Die sind teuflisch und haben demnach eine schlechte Zuverlässigkeit. Der Nicht-Angriffspakt kann ja mal ebenso gebrochen werden. Habe ich jetzt zum Glück noch keine Erfahrung mitgemacht. Aber nun gut, da muss man natürlich mal gucken, ob das denn zu umgehen ist. Streitmächte aufstellen. Wir haben immer noch 3 von 3. Wahrscheinlich müssen wir eine weitere Stadt einnehmen, beziehungsweise eine weitere Provinz. Und dafür müssen wir eine Runde weitergehen. Schauen wir, haben wir noch eine Technologie am Laufen, sonst würde der jetzt nicht die Runde einfach beenden. Klingt logisch. Ja, finde ich auch. Muss ich ja dazu sagen, das ist sehr logisch. Aber gut. Oh, was machst du? Wedelst da mit deinen Arm rum? Ja. Irgendwie habe ich so das kleine Problem hier bei diesem Spiel, dass es nicht so komplett rund läuft, wie ich das gerne haben würde. Jetzt ist das mir eben abgeschmiert in der Rundenberechnung, beziehungsweise zwischenzeitlich abgeschmiert und dann hat mein Aufnahmeprogramm rumgespackt. Na super, da bin ich ja sehr, sehr froh drüber. Aber egal, das hält uns jetzt nicht daran auf, den 10. Party weiterzuführen. Die beiden Sachen wurden gerade mir angezeigt. Forschung abgeschlossen. Massenangriff. Und hier unser verborgener Agent wurde entdeckt. Das ist ja auch kein Wunder, der steht ja auch ziemlich in der Nähe da. Kann sich jetzt mal in den Wald stellen. Wir müssen diese Armee da irgendwie wegkriegen. Das können wir ja schlecht machen. Unsere Truppe ist zwar bereit, aber nun ja, wenn wir die rausziehen aus dieser Stadt, dann geht das der übrigen Bevölkerung nicht so gut. Und das muss ja nicht sein. Aber die Truppen sind relativ gut ausgebildet, dank dieser Kriegsjunker. Die ist auf jeden Fall sehr gut drauf. Vielen Dank, dass sie das macht. Andy Ruder. Ich lebe.
Okay, minus 10. Nein, das können wir nicht zulassen. Ah. Wenn wir die hier rausziehen. Minus 1. Ah. Nun gut, das ist keine Armee, vor der man richtig, richtig mega Schiss haben müsste. Das sind nur, in Anführungsstrichen, nur Freiherr Bannen. Aber die sind ja mal eben locker irgendwie 200 Mal so groß wie unsere Truppen. Wobei diese Armee sowieso schon fast voll ist. Wir müssen noch zwei Einheiten Trupps dazu holen. Finde ich jetzt mal persönlich. Die sind... Erfahrungsrang 4. Haben eine Grundmoral von... okay. Allerdings... die sind nur minimal besser. In dem... ersten Punkt. In Nahkampfangriff sind sie besser. Sind wir so freundlich und lösen sie auf. Rekrutieren dafür allerdings einmal eine Speerbande. Eine Schwertbande. Sowie... nehmen wir jetzt nochmal eine Schwertbande. Oder eine Speerbande. Schwertbande kostet natürlich mehr, aber davon haben wir auch schon 4 Stück. Plänkler haben wir auch schon 2. Weil wir die hier auflösen können, macht uns die Aufgabe leichter. Dann hauen wir da nochmal Plänkler raus. Und eine weitere Truppe können wir da nicht ausbilden. Gut. Zumindest noch nicht. Noch nicht jetzt. Was kann ich noch tun? Attentat. Wie sieht's dort mit einem Attentat aus? Wie sieht's hier mit einem Attentat aus? Gift. 67%. Mach doch mal! Hat jedoch ausgereicht, um das Ziel zu verwunden. Das heißt... das hat schon mal was gebracht. Allerdings nicht viel. Das sind schlechte Einheiten, ich muss es sagen. Es sind ja nur Steinschleuderer. Und Speerträger. Und wir haben hingegen bessere Speerträger. Sowie Schwertkämpfer. Außerdem dazu noch Streitwagen und gute Reiter und einen britannischen Skorpion. So, das sind unsere schlagkräftigen Argumente. Und wir haben noch eine Flotte, die hier rumdümpelt. Haben wir jetzt eigentlich unser Ziel erreicht? Dürfen wir doch eigentlich, ja? Die alten Britannier waren mit der Kriegsführung in Übersee nicht vertraut. Hätten sie beschlossen, den europäischen Kontinent anzugreifen, hätten sie die Kriegsschiffe benötigt, um damit ihre Krieger sicher übers Meer zu bringen. Ja, haben wir jetzt. Haben wir denn dafür auch schon das Geld bekommen? 6 Provinzen. Britannien haben wir. Kaledonien und Hibernia. Hibernia ist das auch eine Sie-Provinz? Nein. Makedonien. Schön, dass die hier überlappt sind.
Egal, gehen wir jetzt. Ah, nee. Oh Gott, ich vergesse es immer wieder. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass das Spiel mich darauf hinweist. Was ist das hier? Wohlstand durch Landwirtschaft. Hier wird durch Kulturgebäude. Oder das hier. Plus Wachstum. Wollen wir doch mal das. Wachstum können wir gebrauchen. Und dann gehen wir eine Runde weiter. Die Zeit verschwindet. Die Zeit verschwindet. Ich frage mich, wie lange wir überhaupt Zeit für diese Kampagne haben. Das wurde ja im Vordergrund nicht gesagt. Ich muss gleich nochmal in den Zielen nachgucken. Vielleicht habe ich das überlesen. Denn wir haben jetzt 247, 46 vor Christus. Das dürfte ja maximal bis ins erste Jahrhundert nach Christus gehen. Also sprich die Zeit von 0 bis 100 nach Christus. Ich kenne jetzt nicht mehr die hundertprozentig genaue Zeit, wann das Römische Reich dann letztendlich zerfallen ist. Aber das dürfte man ja noch rauskriegen. Ah, vielleicht sind wir sogar die Ersten, die darauf stoßen, dass die Kampagne zu Ende ist. Wenn wir weiter in dieser Frequenz hochladen, beziehungsweise produzieren. Tut mir leid, dass ich jetzt wir sage, aber ich meine, dass halt der Agent wurde entdeckt. Ja. Ist eine Aktion gegnerischer Leute ausgeliefert. Attentat ist zu gefährlich. Wie kann ich euch helfen? Sabotage. Brunnen vergiften. Fügt allen lokalen Garnisonseinheiten in der Zielsiedlung geringen Schaden zu. Geringen Schaden. Schade, dass es nur geringer Schaden ist. Ha! Ja. Bereit zum Kampf! So. Eine Einheit müssen wir aber jetzt noch rekrutieren. Das müsst ihr mir lassen. Was machen wir jetzt noch? Machen wir nochmal Schwertkämpfer. Machen wir nochmal Schwertbande. Da haben wir auch kein Geld mehr. Wir brauchen noch drei Runden, bis die Flotte dort ist. Bis dahin können wir nochmal gucken, ob jemand mit uns handeln möchte. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen... Ich bin sicher. Schade. Das war immerhin ein moderates Angebot. Immerhin. Die können eh nicht handeln. Seid gegrüßt. Sprecht gerade. Dann nicht. Aber die Friesi haben uns nichts entgegenzusetzen. Die haben uns alle nicht wirklich was entgegenzusetzen. Wir sind eine sehr starke Nation hier, scheinbar an der Küste. Aber das scheint nicht viel daran zu ändern, dass wir halt keine Handelsabkommen schließen können. Weil die Leute uns nicht mögen. Ist ja momentan auf dieser Steuerstufe. Dann bleibt das so. Wir kriegen ein bisschen mehr Geld als vorher. Da werden ja noch Truppen rekrutiert. Ach, verdammt, jetzt habe ich vergessen, in die Ziele zu gucken. Können wir gleich noch machen. Gut, dass ich mich da immer selber dran erinnere während der Runde. Aber nun gut. Klein Gallimo ist halt kein D-Zug, ne? Was das Denken angeht, ne? Ja, das ist schon blöd, aber... Na gut, lassen wir das. Ich muss mich ja hier nicht runtermachen. Die Kolchis waren das eben.
Die Frisie. Die Frisie waren da. Die Friseure. Libyen. Main. Media, okay. Mediamarkt. Mediamarkt. In Media bauen wir einen Markt. Ha. So, gut. Nächstes Spielziel. In Media einen Markt bauen und auf den Saturn fliegen und dort ebenfalls das gleiche machen. So, ein edler Tod. Er hat viel für uns geleistet. Doch nun ist seine Zeit gekommen. Er wird uns fehlen. Wer ist denn jetzt gestorben? Für die waghalsigen Wildschweine, ausgerechnet unser Supergeneral. Sorry, dass ich jetzt gerade ein wenig kindisch bin. Penios. Das ist ja nicht Penis. Nein, das ist Penios. Der hat aber mehr Wahrscheinlichkeit als Unterstützung minus 22. Die sind aber alle irgendwie nicht so unterstützend. Und der kann gar nichts. Aber dann nehmen wir doch den hier, ne? So. Damit wäre die Armee startklar. Die Steuern müssen wir ändern. Wie habe ich die denn eben aufgerufen? Einmal runter. Bereit zum Kampf. Grüße der Mutter. Wie kann ich euch helfen? Wir machen uns auf den Weg. War das alles? Ja. Schlag die Trommel! Stimmt, das hätten wir ja auch machen können. Die ganze Zeit doppelte Geschwindigkeit, jetzt sind sie unterwegs. Im neutralen Gewässer. Wir halten ein, mein Herr. Die Moral sinkt, das Sichtfeld sinkt. Aber egal. Wie kann ich euch helfen? Sabotage. Funktioniert immer noch nicht besser als vorher. Gut. An die Arbeit. Krieger! Krieger! Müssen wir hier eventuell nochmal britannische ne, und so machen. Oh, wir können... Ah ne, wir brauchen noch eine Bevölkerung, da können wir aufrüsten. Hier fehlt uns dazu die nötige... Huch! Oh Gott! Ich klicke mal auf das Falsche. Ich könnte natürlich auch die Shortcuts benutzen, aber nein! Das machen wir nicht. Wohlstand durch Kulturgebäude. Ermöglicht die Rekrutierung von Würdenträgern mit Rang 1. Sehr merkwürdig. Das hier ist Konstruktion. Plus 3 Wachstum in allen Provinzen. Wohlstand durch Industriegebäude. Dann bauen wir doch mal das. Oder erforschen wir mal das. So. Ich lege mal kurz einen Speicherstand an. Und zwar den Let's Play 10. Jetzt könnt ihr wieder staunen über die Speicherstände. Übrigens, nicht laden. Man hat ja gesehen hier, Rom 1 und Rom 2. Ich habe also auch angefangen mit den Römern zu spielen. Allerdings nicht für das Let's Play, sondern einfach nur mal zu gucken, wie das denn hier machbar ist. Bewegt euch!
Ich lebe, um dem Volke Britanniens zu dienen. Für den Stamm! Er ist alleine, er wird nicht kämpfen können, aber egal. Ich lebe, um dem Volke Britanniens zu dienen. Ausgerechnet jetzt muss natürlich unser guter General sterben. Kaledonia dürften jetzt ein bisschen was verlieren. Sind aber immer noch freundlich gesonnen. Mal sehen, wie sie reagieren. Gut. Ich lebe, um dem Volke Britanniens zu dienen. Dann würde ich mal sagen, wir kümmern uns im nächsten Part darum. Im Part 11, das neue 10. Gedöns, also von 10 bis 20 wird dann angebrochen. Und dann wollen wir uns mal die Kaledonia zur Brust nehmen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao.